Genau so einen habe ich heute Morgen gesucht. Und damit willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jupsa. Okay, mit dem kann ich ja noch spielen, mit dem Account hier. Aber ihr habt sein Bildchen gesehen. Ich habe tatsächlich einen gesperrten Charakter. Ich werde euch das gleich auch zeigen. Lasst mich jetzt nur gerade mal angreifen. Lasst mich mal gerade angreifen. Hier eine Mille und der ist ja tot. Das ist ein totes Dorf. Wahrscheinlich auch... hat wahrscheinlich auch die Meldung bekommen, die ich bekommen habe. Also ich bin schon, ich muss sagen, ich bin ein bisschen angefressen. Deswegen. Aber, naja, was willst du machen? Was willst du machen? Ich zeige euch gleich, worum es geht. So, wir müssen jetzt doch mal ragen, weil die Helden sind ja denn doch da. Also ein bisschen was lebt ja in der Base noch. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ich weiß, ach, ich habe Mauerbrecher dabei. Naja, okay. Ich habe Mauerbrecher dabei. Dann können die da schon mal durch. Und der Mauervernichter fährt ja trotzdem nicht durch die Lücke. Der fährt ja trotzdem durch eine Mauer. Schlauerweise. Fährt er trotzdem durch eine Mauer. Ist aber nicht so schlimm. So, einmal die beiden noch dabei. Und jetzt müssen wir... Wir lassen die Queen erstmal ein bisschen laufen, würde ich sagen. Und auch, ja, auch den Mauervernichter. Der fährt jetzt ganz durch. Wird jetzt das Rathaus auch aktivieren. Alles nicht so schlimm. Okay. Mein King da oben wird es nicht ganz schaffen. Und ich muss mich ein bisschen ranhalten hier mit der Zeit. Sehe ich jetzt gerade. Eben mal den Bombenturm hier wegmachen. Und dann können wir hier hinten auf der Ecke, würde ich sagen, gehen wir mal mit dem Royal Champion rein. 1, 2. Upsala. Ah ja, ja, was machen die denn dort? Okay. Nehmen wir mal unsere Hoggies hier mit hin und dann kann es hier durchgehen. Lebt da eigentlich noch was? Ich muss mal gerade gucken. Lebt hier eigentlich noch was? Heieieiei. Das ist jetzt ein bisschen instabil dort wegen dem Scattershot, aber es geht noch. Okay, entschuldigt bitte, dass ich mal ein bisschen nach unten gesprochen habe. Hier mal so einen proaktiven Heil hingeworfen. Da ist noch ein Held. Den machen wir auch weg. Und dann haben wir immer noch unsere Queen in Heilung, beziehungsweise die Heiler sind jetzt gerade auch mit was anderem beschäftigt. Aber die Million musste ich mir jetzt, die musste ich mir jetzt mal gönnen, so ein bisschen zum Frustausgleich. Denn ich kann mit einem Account nicht mehr einloggen. Ja, tatsächlich. Ich hätte nie gedacht, dass mir das auch mal passiert, weil ich bin noch eigentlich ein ganz braver Spieler. Ich cheate nie, ich hacke nie, ich erzähle auch nie, wie das geht und... bin eigentlich ein ganz, ja, wie gesagt, bin eigentlich ein ganz braver Spieler. Ich meine, die Accounts kosten ja auch immer alle Zeit. Und der ein oder andere, so wie dieser hier, die kosten ja sogar Geld, weil ich damit ja einen Pass kaufe. Aber dennoch ist mir einer meiner Accounts abhandengekommen. Wir können mal eben wechseln. Und zwar ist das die Lela. Das wäre jetzt nicht ganz so schlimm, wenn es nur die Lela wäre. Ja, ihr seht, das Account ist locked. Und ich weiß nicht, warum der Account gelockt ist. Your account has been locked for security reasons. Enter the unlock code to recover your account. Ja, und so einen unlock code habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich den bekomme. Wenn ich auf Help und Support gehe, dann meldet sich so ein automatischer Otto bei mir. Und da kann ich dann so ein paar Angaben machen. Die witzigste Angabe überhaupt, die man da machen kann, ist, wir benötigen deine ID, die kannst du in deinem Profil rauslesen. Ja, wenn ich mein Profil nicht mehr laden kann, kann ich meine ID nicht mehr rauslesen. Aber das kann man natürlich woanders machen, einfach auf Clash of Stats oder so gehen oder auf einen anderen Account und dann in den Clan Free to Play. Ich meine, wenn es jetzt so ein kleiner Account von mir wäre, dann würde ich mich da auch um kümmern. Also ich habe das jetzt schon zweimal durchlaufen hier. Wer bin ich? Beziehungsweise wie habe ich meinen Account verloren? Keine Ahnung. Es gab auch wirklich nichts. Ich habe mal in das E-Mail-Postfach geschaut von Lela und tatsächlich habe ich hier am 16. Februar noch einen Supercell, also habe ich mich per Supercell ID-Code eingeloggt und zwar war das exakt der Tag, an dem ich mein iPad bekommen habe und nämlich einen Tag vor meinem Geburtstag und seitdem hat nichts oder sind nur noch die Nutzungsbedingungen bei Google einmal geändert worden, das sehe ich noch im Postfach und gestern hieß es zuerst, bevor ich diese Meldung überhaupt bekommen habe, hieß es gestern übrigens erstmal, oh, du musst dich mit einer ID einloggen. Und dann habe ich die ID auch gegeben, die habe ich dann auch geschickt bekommen, also auf mein E-Mail-Postfach.
und habe den dann eingegeben und dann bekam ich diese Nachricht. Wie gesagt, ich habe jetzt schon zweimal Help and Support gedrückt, habe alle Angaben gemacht, also meine ID, wie heißt der Account und welches Rathaus ist der Account, muss man angeben und dann noch so als letztes, es kam dann noch eine Frage, ob ich schon mal vorher in einem anderen Clan gewesen bin, bin ich natürlich nicht. Unglücklicherweise ist ja Leila hier Leader in dem Clan, Free to Play. Und das ist natürlich noch ärgerlicher, wenn es jetzt irgendein Account wäre, aber ausgerechnet Leila die Leader ist. Der Account kann auch nicht gehackt sein oder sowas, weil ich habe meinen E-Mail-Account noch und da habe ich das Kennwort zwar geändert, aber ich kriege auch keine Nachricht, dass jemand hier security-mäßig auf meinen Account zugreifen will. Ich meine, das kann man nur machen, indem man entweder mit meiner E-Mail-Adresse einloggt, aber dann wird er gleich sagen, nee, du brauchst eine Supercell-ID und die kriege ich dann ja auf meinen E-Mail-Account geschickt. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Keine Ahnung, habt ihr vielleicht schon mal gehabt, könnt ihr mir unten reinschreiben. Jetzt muss ich nur abwarten, also am Ende steht dann ja, wir werden uns bei dem melden oder auch nicht. Keine Ahnung, ob ich das jetzt jeden Tag machen muss hier, aber es hat mich schon so ein bisschen, ich muss sagen, es ärgert mich schon ein bisschen und ich traue mich auch fast gar nicht, mit anderen Accounts hier einzuloggen. Im Moment ist der Thorsten, glaube ich, beim Client Free-to-Play und der funktioniert glücklicherweise noch. Ich wäre ausgerastet, glaube ich, wenn dieser Account hier gesperrt werden würde. Also da wäre ich ein bisschen außer mir, muss ich sagen. Und dementsprechend, ja, ist das ein bisschen ärgerlich. Ich muss jetzt mal meine anderen Accounts durchgehen, ob da nicht vielleicht auch noch einer eine Security-Reason hat, warum auch immer. Ich meine, ich könnte diese Security-Reason jetzt verstehen, wenn mein Postfach geflutet werden würde mit Supercell-IDs, die jemand anders versucht, bei mir abzugreifen, dann muss aber auch mein E-Mail-Pass oder mein E-Mail-Account gehackt haben oder was auch immer. Denn sonst, aber ich habe keine IDs bekommen, gar nichts. Und deswegen wundert mich das schon so ein bisschen, dass es hier so kleinere Indiskrepanzen gibt. Ich will mal eben was fordern, so ein bisschen was zum Farmen hier, mal sehen, ob jemand da ist. Und dann können wir kurz mal in den Clankrieg reingucken hier. Der sieht auch ganz düster für uns aus. Der Gegner macht uns ganz schön fertig hier. Okay, Flens ist noch offen, aber Flens ist an der Stelle dann leider auch ein Opfer. Denn der Gegner hat erst die Hälfte überhaupt seiner Angriffe gemacht. Beziehungsweise 16 Angriffe erst gemacht und mit 38 Sternen sind die schon hart vorne, unser Team. Der Julian hier, unser kleines Sorgenkind, schafft den Rathaus 10er nicht mit 2 Sternen oder mit 3 Sternen oben. Und wir waren schon im kleinen Vorteil. Ne? Wir haben hier den Julian als Rathaus Level 11 oben und haben hier eigentlich nur 10er. Und das ist eigentlich schon, das ist schon ein krasser Vorteil, würde ich sagen. Konnten wir leider nur nicht nutzen. Und ich habe alle Angriffe schon durch. Oh, Noob, okay. Wer will den machen? Flens macht den. Den habe ich gemacht. 99, ey, wie ärgerlich, ne? Ich habe auch gesagt, ach komm, ey. Ach komm. 99. Wollte keiner ran hier von den Rathaus 9ern an die Base hier. Und dann habe ich meine Armee genommen, die ich gerade so auf dem Feld hatte. Und war mir eigentlich relativ sicher, dass ich das Dorf damit schaffe. Der ist ja jetzt nicht wirklich stark mit seinen 1er. Minenwerfern, die ja nun nichts wehtun. Der muss ja schon 5-mal allein auf Magier schießen, bevor überhaupt Magier kaputt geht. Und der Rest ist hier auch noch so Rathaus 9. Da steht ja jetzt nur ein Rathaus 10 mehr nicht. Kein Inferno, kein gar nichts. Und trotzdem Mauerbrecher-Fail, richtig klassisch. Hier kommt nicht rein in die Base. CW sieht mies aus, ja, aber nicht aussichtslos. Wir dürfen halt keine Angriffe mehr verschwenden. So sehe ich das auch. So sehe ich das auch, aber ich meine, ich kann ja zumindest jetzt mit einem Account keinen Angriff mehr verschwenden, weil ich ja keinen mehr machen kann. Ich bin echt mal gespannt, wie das weitergeht. Ich halte euch da ein bisschen auf den Laufenden und hoffe, dass ich einfach den Account dann wieder bekomme. Und dann sehen wir mal weiter, was da auf mich zukommt, ob ich ihn wieder bekomme oder ob Supercell irgendwann sagt, nee, der Account bleibt besser dauerhaft gebannt wegen Security Reason. Alles klar. Da weiß ich dann nicht, ob deren Datenbank da nicht gehackt wird und da die ganze Zeit auf den Account irgendwie zugegriffen wird oder sowas. Da habe ich jetzt so ein bisschen Sorge, dass das so ist. Und dafür muss ich dann büßen mit meinem Account. Security Reason.
da reite ich jetzt gerade ein bisschen drauf rum, weil ich wirklich das. Es gibt für mich auch Sachen, die sind für mich unverständlich. Unter anderem so eine Security Reason ist einfach mal so, weil ich habe die nicht. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen verteidige ich hier, beziehungsweise habe ich meine Accounts hier angelegt mit 2-Faktor-Authentifikation und E-Mail-Adresse und Supercell-ID und habe da oben auf 12 Uhr diesen alten blöden Tesla nicht gesehen. Hätte man auch eher drauf kommen können, dass man vielleicht mal einen Ballon mitnimmt oder sich die Ballons aufspart, die ich ja hatte. Ein Ballon da oben und dann wäre der Tesla auch Geschichte gewesen. So gut das wäre leider, habt ihr schon gesehen. Ein Time-Fail. Also der typische gestern abendige Itzo, der auch mal wieder mit 99 schön zugeschlagen hat. Aber ich glaube, das gehört auch zum Spiel mit dazu, genau wie die Security Reason. Ja, ihr hört schon, ich reite da echt drauf rum. Ich kann es nämlich wirklich nicht verstehen, warum ein Account von mir gesperrt ist. Wegen Security Reason, echt nicht. Naja, vielleicht wird Supercell mir das ja beantworten. Ich habe mich jetzt noch nicht an irgendeiner anderen Stelle gewandt, also bin jetzt nicht in den Discord reingegangen bei Supercell, um da mal nachzufragen, Freunde, was ist bei euch los? Und denn das sind ja wirklich Accounts, die ich jeden Tag einlogge. Ich meine, da kann es dann Security-Problem geben. Ja, die würden feststellen, oh, der loggt jetzt ganz, ganz häufig mit diesem Account ein auf mehreren Devices. Ja, ich habe ihn ja auch auf mehreren Devices, nicht nur hier auf dem iPad, sondern auch auf mein Android-Pad und auf dem Handy und auf dem zweiten Handy und so weiter. Deswegen ist das für mich so ein bisschen unverständlich. Naja, sollte erstmal nur eine kurze, knappe Sache sein hier. Ich bin so ein bisschen angepe. Und was die ganze Sache angeht, werde dem Ganzen jetzt mal so ein bisschen auf den Leim und auf den Hut gehen, bevor ich mich jetzt dann doch mal irgendwann in das Kobold-Event stürze. Da hatte ich eigentlich richtig Lust drauf, aber irgendwie ist mir so ein bisschen hier bei Clash of Clans gerade die Lust genommen worden. Es kann ja noch sein, dass das auch anderen Accounts von mir passiert. Ich habe jetzt noch nicht alle durchgeloggt. Wenn ihr dazu was sagen oder schreiben könnt, dann pinnt es mir ruhig in die Kommentare rein. Wenn nicht, dann lasst es einfach sein. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, Glocke stellen. Und heute Abend sehen wir uns zur GML Elite auf Twitch.tv. 21 Uhr geht es da los. Und bis dahin, bye bye, euer Toto. Flashed.